これで終わりだ。ベルゴさん。やっと思い出したか、あるべき上下関係を。クソガキ。そう思ってろってことだ。いつまでもその椅子に座ってられると思うな。お前ら聞こえてんだろ、ジョーカー。ベルゴはもう終わりだ。シーザーは麦わら屋が仕留める。つまり SAD も全て失う。いつものように高笑いしながら次の手でも考えてろ。だが俺たちはお前の笑みが長く続くほど予想通りには動かない。へへへへへへへへへ、意気がってくれるじゃねえか小僧。大丈夫か、ベルゴを切れさせてやしねえか。昔覚えてるか、どうなった。お前ベルゴをぶち切れさせて一体どうなった。お前のぶった切り能力でもこいつの覇気は全てを防ぐ。立場実力ともにお前はベルゴにかなわねえ。頂上戦争から2年、誰が何を動かした。あの戦争は序章に過ぎない。お前がいつも言ってたな、手に負えねえうねりとともに豪傑どもの新時代がやってくる。歯車を壊したぞ。もう誰も引き返せねえ。So, Ruffled Vergo besiegt. Mission erfolgreich. Die Setfabrik wurde zerstört. Juhu! So, der Ort Setfabrik wurde eingeräumt, die Tore geöffnet. Mone mo Vergo mo yarare chimatta da. Shinokuni no chūnyū hanyū wo sara ni hirogero. So, dieser Befund Shinokuni über ein noch größeres Gebiet freizusetzen. So, Shinokuni wird in 5 Minuten freigesetzt. So, Missionsbeginn, verlassen zusammen mit den Verbündeten die von Shinokuni betroffenen Gebiete. Na dann, schnell raus hier. Los, los, los. Abmarsch. Raus hier, alle raus. Schnell. Zum Glück ist sowieso keiner mehr hier, der uns aufhalten kann. Aber ich warte wieder ab, bis alle draußen sind und ich gehe dann als Letzter, weil ich glaube, die Tore gehen automatisch zu, wenn ich rausgehe. Das wird ziemlich uncool. Wenn dann doch wer zurückbleibt. So, na los, bewegt euren Arsch. Was ist hier los? Kommt schon, nicht trödeln. Die blauen Punkte müssen alle raus. Auch die kleinen blauen Punkte bitte, wenn es geht. Beeilung. Ah, so ist es gut, so ist es gut. Okay, da unten ist zwar noch irgend so ein ganz kleiner blauer Punkt. Irgendein Trottel bleibt natürlich immer zurück, ja, der hat Pech gehabt. Wichtig sind, glaube ich, nur die großen blauen Punkte. Das sind die Hauptverbündeten. So, ist jetzt jeder draußen? Ja. Okay, also, raus hier, Mann! Shutter wo schmero! So, Mission erfolgreich. Alter, ey, die Karte wird echt immer kleiner. So, Strohpiraten haben vor dem Shinokuni die Tore geschlossen. Buka-domo ga makizoi kutte mo kamawane. So, Sisa will Shinokuni der gesamten Anlage freisetzen. Ey, der spinnt doch. So, Shinokuni wird in 10 Minuten freigesetzt. Ey, wir werden doch alle sterben. So, Missionsbeginn, verwende Lors Fähigkeiten und hilf Verbündeten bei der Flucht. Unsere
Ach du Scheiße, es ist gleich mal Verstärkung aufgetaucht. Das seid ihr völlig Banane. So, siehst du, das Kommandant rückt vor und den Controller wieder einzeln oder kann der knicken? So, pass auf, dass der Kontrollraum nicht eingenommen wird und aktiviert. So, Law hat verbündete Medizin geheilt, das ist aber nett. So, wo ist der Anführer? Wo? Da ist er ja. So, komm her. Ich mach mir Platz. Ja, Territorium eingenommen. Super. So, sie ist es aufgetaucht, mit den Kontrollen wieder einzunehmen. Du besiegst sie und verteidigst den nördlichen Kontrollen. Na warte, das mache ich jetzt aber mal hoffentlich ganz, ganz schnell. これで終わりだ。カウンター。大体集まったか。今から俺の能力でお前たちをここから逃がす。 トロ、俺は逃げねえぞ。当然だ。後の始末は残った俺たちでやる。白陵屋はどうする？俺も残る。G5、お前ら先に行って船の準備をしとけ。スモヤンが残るなら、俺たちも残る。逃げ遅れた仲間がいるかもしれねえし、あんたらの逃げ道も確保しとかねえと。バカ野郎ど。 So, Caesar hat sich zu Secret Room zurückgezogen. So, der Countdown zu Shinokuni Freisetzung startet erneut. So, besiegt Caesar, der gibt einfach nicht auf. Die Bedingungen zum Sieg haben sich geändert. So, los, Heldenpause beendet. Das macht gar nichts. Der ist sowieso die geilsten Teufelskräfte ever. Der kann den Raum manipulieren. Ich meine, das ist wie bei Punk hier. Einfach nur heftig. Aber bam, einfach um so vieles cooler. So, na warte, jetzt Königshaki, was? So, ich nehme einfach mal dieses Labor ein. Wo ist der blöde Anführer? Da, so kommst du her. So, und jetzt ist echt nur mehr Caesar selber übrig und der kriegt jetzt sowas von auf die Fresse. Natürlich auch noch dieser Kommandant hier, so bitte! もう逃がさねえぞ、シーザー。痛い目を見てらしいな、ゴム野郎。エレファントガトリング。
前はこの島の何も分かってねえんだ、麦わら。半端な気持ちで首突っ込んじゃ命が持たねえぞ。ローは SAD に手を出した。 SAD はあのドン・キホーテ・ド・フラミンゴの持つ工場でスマイルというゾーン系の人造悪魔の実に変わる力を求める誰もが欲しがる果実。奴はこのスマイルを使い新世界で取引をしている。あいつこそが新世界の闇を仕切る男。武器、兵器、やべえものにはみんなあいつが絡んでる。ド・フラミンゴは悪の火種、あらゆる闇の大物たちと通じてるんだ。大物たちが動き出せばお前らなんかひとたまりもねえレベルさ。お前こいつらに喧嘩売る度胸あんのかよ。そんなもんいくらでも売ってきた。So, dieser hat durch das Heilgas Gesundheit regeneriert. Ey, fies! Fies Arsch! So, ja, besiegen Sie so schnell heute seine Regenerierung auf, aber natürlich! So! Du wirst hier niemanden mehr vergasen, ist das klar? So, jetzt kriege ich dich! Ding dong! なんで俺を狙う？ローの差し金か？あいつは信用できねえぞ！やめとけ！そんなのは俺が決めることだ！エレファントガトリング！よっと！よっ！よっ！よっ！よっ！よっ！よっ！よっ！よっ！こうなったら さあ俺の力となれ死の国。シュロロロロロロロロロロロロロロロロロ、これが俺の科学の力だ。我ながら素晴らしい出来だ。この神経に働きかける速度たるやもはや芸術。おい、どこ行く麦わらのルフィ。急に腰が引けたが、みっともねえ男だ。だがもうこの島に逃げ場など残されちゃいねえんだよ。前の顔はもう見たくねえ。ゴムゴムの、そうだ麦わら、お前俺の部下にしてやっても。グリズリーマグナム、イゴゼラ。おい、麦わらや、ここは急いで離れるんだ。シーザーを捕らえた以上、すぐに追ってが来るぞ。そうなのか。よし、わかった。宴だー。な、おい、海兵が海賊と慣れ合ってていいのか。停戦で、兄貴。ロー、お前麦わらを利用して何を始める気だ。利用ね、どっちが利用されてんのか。俺はこれからグリーンビットに向かうつもりだが、さて麦わら屋の一味は俺の手に負えるかどうか。
das war ja mal wieder ein richtig geiles Ende hier für Punkhazard. Und schon wieder eine S-Bewertung. Ich werde ja echt immer besser. Richtig geil, Alter. Habt ihr das gesehen? Da einfach Gung Gung Grizzly Magnum hat Caesar bis ans andere Ende der Insel geschleudert. Richtig heftig. Einfach Wahnsinn, was Ruffy so drauf hat. Das ist einfach nur endgeil. So, und jetzt ist Ruffy Level 41. Naja, und immerhin 66% der Legende. So, Fähigkeitenposter von Caesar erhalten. Und auch von Vergo. Und von Monet. Fast 3 Millionen Bären, das wird echt immer geiler. So, Caesar kann jetzt im freien Lock und Traumlock ausgewählt werden. Und ein neuer Gegenstand ist wieder in der Galerie verfügbar und auch im Bäre-Shop. Tja Leute, und damit haben wir dann das letzte Kapitel mit der vierten Episode Schwere Erschütterungen in Dressrosa. Spielstory. Ja, da muss man noch dazu sagen, die Story hier in dem Spiel bezüglich Dressrosa orientiert sich halt leider nicht so ganz am Manga. Da werden, glaube ich, sehr viele Personen einfach mal fehlen, doch das Ende wird dementsprechend anders ablaufen, weil das Blöde ist. Das Spiel war vorher fertig, noch bevor Ruffy im Manga Doflamingo besiegt hat, weil das ist ja, hat er erst vor kurzem stattgefunden und das Spiel war aber schon früher draußen. Und deswegen mussten sie sich da leider für das Spiel etwas anderes ausdenken, deswegen steht da wohl absichtlich noch extra Spielstory drunter. Was aber nicht heißen soll, dass es dann nicht trotzdem spannend sein wird in Dressrosa. Vor allem kriegt der Doflamingo dann endlich so richtig auf die Fresse, der hat es auch gar nicht anders verdient. Man sieht ja, wie tief der mit allen verstrickt ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, freut euch schon mal auf die letzte Episode des letzten Kapitels. Schwere Erschütterungen in Dressrosa. Also, macht's gut und ciao, Leute!